Freud und Leid liegen oft knapp beieinander. Hendorf fixierte mit einem 2:2 gegen den ASK Salzburg den Klassenerhalt in der ersten Landesliga. Der ASK hingegen muss noch weiter zittern. Matchwinner war der erst 18-jährige Wilhelm Alexander mit seinem ersten Saisontreffer in der 92. Minute. Ganz leicht haben touchiert, also der Trainer hat vom Halbfeld einen Freistoß und dann habe ich ihn ein bisschen angescherzelt und dann war er halt drin, Gott sei Dank. Ich habe am Wilhelm Alex nur vor dem Spiel gesagt, er soll seine Kopfballstärke einsetzen, soll gerade bei solchen Standardsituationen sich immer wieder da vorne präsent sein. Und dass er natürlich dann das Tor dann noch macht, dass er da mit dem Kopf noch hinkommt, ist ein Traum. Und es freut mich, er ist 18 geworden und ich glaube, er kann sich selber kein schönes Geschenk machen und uns natürlich dann auch nicht. Ja, wir haben es gesehen, ein typischer Abstiegskampf. War ganz klar, es war kaum von jedem Zentimeter. Das war ja von der ersten Minute an. Wir sind leider Gottes wieder blöd in den Rückstand gegangen, haben da Moral bewiesen und ja, haben das Ganze umgedreht. Und in der 93. ja, was soll ich noch sagen? Momentan überwiegt natürlich die Enttäuschung bei mir. Trotz der Haufen Ausfälle, was wir gehabt haben, überwiegt, ja, die Enttäuschung ist riesengroß. Momentan fehlen mir wirklich die Worte. Wir haben die letzten Jahre jetzt immer mal einen Abstieg gespielt und dieses Jahr haben wir wieder dabei gewonnen. Ich glaube, das Potenzial hätten wir gehabt weiter vorne, aber wir haben ein bisschen ein Pech. Da ist ein bisschen der Hund drinnen, aber wir werden die letzten Jahre schauen, dass wir das ausmerzen. Ja, wichtig ist, dass wir den Punkt heute noch geholt haben, dass wir jetzt zumindest nicht bis zum letzten Spiel auch zittern werden. Und ich hoffe für die Mannschaft, für den Verein und natürlich auch für unsere Fans, dass wir das nächste Jahr dann nicht so spannend gestalten, weil auf Dauer gibt es Angenehmeres. Ja, wir werden uns sicher verjüngen, ganz stark. Ich meine, das können wir jetzt schon sagen. Wir haben einen guten Nachwuchs und wir sind interessiert, dass wir die 5, die da in der 1B spielen, möchten wir nächstes Jahr in die Mannschaft einbauen. Es werden ein paar aufhören. Der Werner, der Feichter, hört auf. Nicht? Der spielt seit seinem 7. Lebensjahr jetzt in Hendorf, aber in der obersten Liga gespielt. Und ein paar sind nur Fragezeichen, aber die Namen möchte ich noch nicht nennen, weil es noch nicht ganz sicher ist. Und ein paar Abgänge haben wir auch und das wollen wir nur mit Junge ersetzen.